Herzlich willkommen zur letzten Ausgabe von Nuvisio News vor der Sommerpause. Wir wollen die Sommerpause nutzen, um hier mal unser Studio ein wenig zu renovieren, ein paar Steckdosen hier und da neu setzen, die wir dringend brauchen. Und jetzt bin ich hier gerade ins Studio runtergekommen und habe gesehen, die Jungs haben schon angefangen und ich muss ja noch diese Sendung hier drehen. Also nicht wundern, warum es hier schon ein bisschen wie Baustelle aussieht. Ja, und wir haben natürlich wieder eine Menge Sendungen diese Woche produziert. Der Extremsportler Martin Schwedt war bei uns, Marc Mobil war wieder in Russland für uns unterwegs und Ken Jebsen war da. Ja, und auf den haben wir natürlich schon einige Zeit gewartet. Aber er hat es endlich geschafft. Er hat sich in unser Studio verlaufen im Gespräch mit Julia Zawasi. Und ja, was soll ich sagen, der aktuelle Zeitgeist, es dreht sich im Moment eben nun mal alles um Fußball und natürlich auch unter anderem in diesem Gespräch. Die WM ist doch ein Beispiel dafür, dass Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen, den unterschiedlichsten Kulturen, den unterschiedlichen Biografien sich etwas angucken können und sich auf das Spiel konzentrieren. Was heißt das? Das ist die Metapher. Die Metapher ist, Menschen können das. Sagen, kurz ist es egal, dass der Iran gegen X spielt, dass die gegen die Amerikaner da, die Briten da, kurz ist das egal. Sondern man freut sich auf das Spiel. Alle haben dieselben Regeln. Du hast nicht mehr Leute auf dem Spielfeld, weil du wirtschaftlich aus einem stärkeren Land kommst. Die finale Situation im Tor wird auch nicht die Scharfschützen entschieden. Es ist eine transparente Situation und es gibt für alle Fair Play. Das heißt, es ist nicht so, dass Menschen das nicht können. Sie machen es für den Sport. Warum übertragen sie nicht das, was sie hier alle genießen? Deswegen gucken wir alle gerne Fußball, weil das so toll ist. Die mögen diese Stimmung. Warum übertragen wir das nicht auf die Politik? Ja, warum nicht? Ist das verboten? Kann man das verhindern? Warum machen wir das? Warum setzt man sich hin und sagt, das machen wir jetzt auch da? Wir machen jetzt auch mal einen Videobeweis im Kriegsgebiet. Wäre doch geil. Machen wir. Weil ich mir erklären lasse von anderen, dafür sei ich nicht zuständig. Wenn eine Person zu 100 Leuten sagt, spring ins Wasser, ich bin der Boss, würden das doch die 100 Leute nicht machen, weil es direkt passiert. Es ist so abstrakt, dass die Leute das tun, obwohl niemand damit zufrieden ist. Keiner will diesen ersten Schritt gehen, da sind wir wieder beim Risiko. Du musst das Risiko eingehen, der Erste zu sein. Geh das Risiko ein. Daran kann dich keiner hindern. Was wird denn daraus? Da könnte ich ja scheitern. Ich kann nur sagen, es war wohltuend, aus einem Laden rausgeschmissen zu werden, um der Erste dort zu sein. Du kommst nicht mehr zurück. Es ist gut, aus dem Flugzeug zu steigen mit Fallschirm und so und sich daran zu gewöhnen. Um zu merken, ich kann das. So schwierig ist das nicht. Und es fühlt sich gut an. Du kannst nie wieder zurück. Du wirst mit deiner eigenen Feigheit, mit deinem eigenen konfrontiert und merkst, dadurch wird das überschrieben. Und ich glaube, diese Erfahrung müssen viel mehr Leute machen. Ihre eigenen Ängste, die Vorstellung, wie schrecklich das werden würde, ist ja viel schrecklicher, als was am Ende kommt. Am Ende ist das, naja, jetzt die deutsche Fußballnationalmannschaft ist ausgeschieden. Wenn sie sich vor, wahrscheinlich die Angst, wenn wir ausscheiden, so schrecklich, jetzt haben sie sich schon dran gewöhnt. Naja, konzentrieren wir uns auf das nächste Spiel. Ich frage mich, wie bei einem Videobeweis im Kriegsgebiet eigentlich ein Elfmeter aussehen soll. Ken Jebsen, das verbale Maschinengewehr bei Nuvisio Talk, jetzt bereits im Nuvisio Plus Bereich und in wenigen Tagen dann auch auf unserem YouTube-Kanal. Ja, und was vereint KenFM, Nuvisio und auch Steinzeit? Die Tatsache, dass wir alle drei auf dem höchsten Gipfel der Welt standen vor wenigen Wochen, denn der Extremsportler Martin Schwedt hat uns damit hochgenommen und diese Woche war er bei uns im Barcode und ich wollte natürlich wissen, warum. Warum? Weil, auch wenn es jetzt vielleicht für den einen oder anderen blöd klingt, ihr mich ein Stück weit auch da hochgebracht habt. Einfach am 2015 rum, als dann die normalen Medien auf mich eingedrescht haben, ich meine Südpol-Erlebnisse da mit denen zu kämpfen hatte, wart ihr so ein bisschen so der Halt, weil ich immer so ein Querdenker war und immer Sachen hinterfragt habe und dann auf einmal ja, euch entdeckt habe, unter anderem. Und dann gesehen habe, da gibt es andere Leute, die denken ja genauso. Und wie gesagt, ich war schon mal ein Querdenker und das war ja auch für mich so ein Gefühl der Freiheit, sagen, ey, ich muss nicht immer eingeschlossen sein und da gibt es auch andere Sachen. Und das hat mich einfach bestärkt in meinem Vorhaben, mich sozusagen auch unterstützt, dann weiter so zu machen, wie ich bis jetzt gemacht habe. Und das war das Mindeste, was ich als Dankeschön machen konnte. Ich wollte noch eigentlich was sagen, was aufzeichnen, aber der Wind war ein bisschen zu stark, das ging leider dann gar nicht. Also war das so die Minimalist-Variante dessen, was ich als kleines Dankeschön zurückgeben konnte.
Es gab jetzt mittlerweile in der Geschichte der Menschheit, die Forscher rechnen so von ungefähr 100 Milliarden Menschen. Die gab es jetzt seit Beginn der Menschheit. Das ist so eine Zahl, die irgendwann mal ausgerechnet worden ist. Und von all denjenigen sieht es so aus, wie wenn du derjenige bist, der am höchsten auf diesem Berggipfel gestanden ist. Weil niemand ist 2,5 Meter groß, der da schon oben war. Das bedeutet, niemals hat jemand vorher in der Geschichte der Menschheit höher auf die Erde herabgeschaut wie du. Und das finde ich jetzt richtig, richtig abgefahren. Ist das so? Ja. Gibt es da Statistiken? Also da gibt es ja keine offiziellen Statistiken. Wir haben das mal eingereicht beim Guinness World Record. Die prüfen das, aber es sieht wohl ganz arg danach aus. Bei mir persönlich ist noch keiner begegnet, der annähernd so groß war wie ich. Also so 1,90 Meter, 1,92 Meter sind so richtig große Bergsteiger. Aber eben noch ein bisschen höher gucke ich da hinaus. Und auf dem Everest waren ja bis jetzt nur 3000 Individuen oben. Also der Everest hat 8000 Besteigungen. Aber nur von 3000 verschiedenen Menschen, ja, weil einige ja mehrfach oben die waren. Sherpas, ja. Die Sherpas unter anderem, Reinhold Messner war ja dreimal oben und andere ja eben auch. Das heißt 8000 Besteigungen. Und gesagt, von denen, die mir bekannt sind, sind ja dann doch relativ viele, ist keiner so groß. Und die allermeisten sind ja eben auch Asiaten und die sind ja auch nicht ganz so groß gewachsen. Also ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ich wirklich der Größte war. Und ganz sicher bist du der Größte, der auf allen sieben drauf war. Ja? Da ist die Wahrscheinlichkeit noch wesentlich größer, weil ich der 292. Mensch bin, der die Seven Summits bestiegen hat. So wenige. So wenige sind es, ja, tatsächlich. Ja. Ich habe auch mit mehr gedacht. Ich habe es aber dann aber eingereicht. Es gibt einen, der sammelt die ganzen Statistiken und ich war dann die Nummer 292. Ja, und da ist die Wahrscheinlichkeit doch eigentlich fast bei 100%, dass ich der Größte bin, der das gemacht hat, ja, alle sieben dann. Hast du ein bisschen Angst, dass wenn du jetzt diesen Rekord oder diesen vielleicht Rekord einreißt, dass dann ein ähnlicher Shitstorm kommt wie bei deinem letzten Rekord, den du vermeldet hast? Ich hoffe, weil das wäre nämlich absolut lustig. Ich habe schon drauf gewartet eigentlich, weil ich ja am Gipfel meine Sauerstoffmaske auf hatte. Die war ein bisschen durch die Feuchtigkeit, die man beim Ausatmen abgibt, hat sich hier so ein Eisklotz gebildet. Man sieht es noch ein bisschen am Bart, der ist ein bisschen weg an der Stelle und ich konnte die Maske nicht abnehmen und ich habe schon gewusst, irgendjemand wird bestimmt dann sagen, ja, das ist ja gar nicht, der war ja gar nicht da oben auf dem Berg, das kann ja jeder x-beliebige Kletterer sein. Das heißt, die Maske war festgefroren, oder? Die war festgefroren, ich kann sie nicht abnehmen, weil den Sauerstoff hast du nur unterstützend, du kannst also die Maske ruhig oben abnehmen und dann auch atmen, überleben, aber es ging halt einfach nicht, weil sie festgefroren war. Ich sag, das sieht man auch auf dem Gipfelfoto, wenn man da genau hinguckt und da war ich mir sicher, dass da irgendjemand wieder sagt, hey, der war da gar nicht oben, das Foto ist irgendwo im Fotostudio entstanden oder sowas. Aber Pech gehabt, ich habe noch 6 andere Leute, die mit mir oben waren. Okay. Plus noch 6 Sherpas, die aus meiner Expeditionsgruppe mit dabei waren. Also diesmal gibt es da genug Leute, die dann ganz genau wissen, dass ich oben war. Ja. Welche Rekorde Martin noch so gebrochen hat, das erfahrt ihr in einem Gespräch bei Barcode. Mit dabei, ihr habt es ja gesehen, war Robert Stein und er hat natürlich auch ein Gespräch bei Steinzeit mit Martin Schwedt geführt und da nochmal ganz ausführlich die Everest-Expedition besprochen. Es war ein sehr interessantes Gespräch. Auch ich wusste zum Beispiel nicht, dass man auf dem Weg zum Gipfel an mehreren Dutzend Leichen vorbeilaufen muss, die da teilweise seit Jahrzehnten rumliegen und die da einfach bisher keiner weggeräumt hat. Dies und noch viele spannende Details zur Everest-Expedition von Martin Schwedt. Jetzt bei Steinzeit auf Nuvisio Plus. Ja, und wenn wir Robert schon mal da hatten, haben wir natürlich die Gelegenheit genutzt, um auch noch eine rote Pille für euch zu produzieren. Robert hat sich mal die ganz aktuellen Fakten und Daten zum Thema Stuttgart 21 angesehen. Kann mir irgendjemand erklären, welcher Vollpfosten die glorreiche Idee hatte, von 14 Gleisen oberirdisch auf 8 Gleise unterirdisch umzubauen? Sollte nämlich dieser Tiefbahnhof je fertig werden, dann wäre er von Anfang an ein Nadelöhr, weil es nicht nur im Bahnhof, sondern im ganzen Umland Engpässe im Zugverkehr erzeugen wird. Mit natürlich weiteren Verzögerungen und Wartezeiten und das kostet alles. So als hätte die Deutsche Bahn bisher einen Mangel gehabt an Verspätungen. Ich kann es nicht nachvollziehen, ja? Und dann, es wird noch besser, dann kommt jetzt die Krönung des Ganzen, als das Magazin Stern Anfang Juni einen Artikel gebracht hat über den Brandschutz bei Stuttgart 21. Und beim Thema Brandschutz, da müssten jetzt eigentlich alle Bürger in diesem Land zusammenzucken und unweigerlich an den Flughafen in Berlin denken, denn da bekommen die diese Problematik ja seit fast 10 Jahren bekanntlich nicht in den Griff. Aber
Es sieht wirklich ganz danach aus, als wäre der Brandschutz in Berlin im Vergleich zum neuen Bahnhof in Stuttgart ja geradezu vorbildlich. Der international anerkannte Brandschutzexperte namens Hans-Joachim Keim, der hat im besagten Artikel im Stern erklärt, dass Stuttgart 21 das Potenzial hat, jetzt kommt's, Zitat, im Katastrophenfall das größte Krematorium in Europa zu werden. Und warum das? Zum einen, weil die Röhren mit einer Neigung von 6% gebaut werden. Das heißt, man steigt jedes Mal am Hang ein und aus, was Frauen mit Kinderwägen und Behinderte im Rollstuhl bestimmt ganz toll finden werden. Die finden das super, ja. Aber das eigentliche Problem wird im Falle eines Feuers der Kamineffekt sein, wenn also Rauchgase dann nach oben wegströmen, so wie damals bei dieser großen Katastrophe von Kaprun im November 2000, ihr erinnert euch vielleicht, als 155 Menschen in einem Bergtunnel in Österreich starben. Und nach Aussage von Keim ist das Brandschutzkonzept von Stuttgart 21 wirklich menschenverachtend und man hat im Unglücksfall eben die Wahl, ob man ersticken, zerquetscht oder verbrennen will. Und wenn Sie Eltern sind mit kleinen Kindern oder körperlich beeinträchtigt und auf einen Rollstuhl angewiesen sind, dann empfehle ich Ihnen allen Ernstes, mit vollem Ernst in der Zukunft bei Ihrer Reiseplanung einen wirklich großen Bogen um den Bahnhof von Stuttgart zu machen. Denn die Situation der Fluchtwege, die ist so haarsträubend, dass es dafür eigentlich gar keine Beschreibung gibt. Bis auf 90 Zentimeter verengen sich die Wege dort. Und alle Rollifahrer sollten sich darüber im Klaren sein, dass Barrierefreiheit ein offensichtlich komplett neues Konzept für die Bahn ist. Kommentar von der Bahn dazu, wegen der fehlenden Barrierefreiheit. Naja, die Rollifahrer sind ja sowieso nie alleine unterwegs, also müssen sich halt die mitreisenden Passagiere drum kümmern. Zitat Ende. Und danke für die Aufklärung, sage ich da nur. Ist ja auch ganz klar, wenn es brennt und überall Rauch und Feuer und Panik ist, dann werden sich immer wieder Leute finden, die nochmal kurz umkehren, sich dann an unbekannten behinderten Menschen auf den Rücken wuchten und damit dann die Treppen hochrennen. Ganz klar, das ist ein Wahnsinnskonzept und das wird auch bestimmt überall auf der Welt kopiert werden, liebe Bahn. Stuttgart 21, die Champions League der Korruption. Jetzt auf NuWiso Plus und demnächst natürlich auch auf unserem YouTube-Kanal. Ja, und damit wir all die tollen Sendungen für euch produzieren können, wäre es natürlich auch schön, wenn ihr uns unterstützt. Und dafür haben wir extra diese tolle neue Grafik entwickelt, die wir jetzt auch ab und zu mal in unseren Sendungen einblenden. Ja, und einen habe ich noch, nämlich Mark Mobil Ausgabe 4. Wir schauen mal rein. Hier hinten beginnt in Kürze das Spiel Costa Rica gegen die Schweiz. Willkommen aus Nizhny Novgorod, willkommen zur Folge 4 von Mark Mobil. Und an einem solchen Tag wie heute, hier in Nizhny Novgorod, wo jeder seine Flagge zeigt, habe ich unsere natürlich auch mit. Alle, 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 alle. Das gesamte Areal ist sehr liebevoll gestaltet worden. Und selbst an den Straßenlaternen kann man erkennen, um welche Sportart es dort geht. Wenn ihr euch speziell für Stadien interessiert, kann ich euch hier auf NuWiso die neue Folge von Stoner, Frank und Frei empfehlen. Da beschäftigt sich Frank Stoner mit der Macht, die von Stadien ausgeht. Offenbar nicht so sehr an dem Stadion interessiert, war die junge Frau, die wir jetzt gleich sehen. Sie hat mir hinterher erzählt, dass sie extra 150 Kilometer aus Murom nach Nizhny Novgorod gereist ist, um sich dann dort mit dem Fotoapparat vor einem weißen Maschendrahtzaun zu fotografieren. Das Stadion ist auf dem Selfie, das sie dort gemacht hat, hundertprozentig nicht drauf. Thank you.
Silvia Nickel hat geschrieben. Silvia meinte, dass mein Kater Borat wohl über sechs Ecken mit ihrem Kater Lucky verwandt sein müsste. Da muss ich einiges richtigstellen. Das kann nicht sein, Silvia, das kann nicht sein. Also, ich habe den Borat vor 11 Jahren in der Steppe von Kasachstan gefunden. Und zwar in diesem Schrotthaufen. Der war 2 Monate alt und der hätte keine Chance gehabt für irgendwas. Der war da ohne Wasser, ohne Fressen, keine Ahnung. Und wahrscheinlich hätten den über kurz oder lang die Steinadler zerhackt. Und ich habe gesagt, komm mit. Und seitdem fährt er mit mir Auto. Der Borat hat schon alles Mögliche gesehen. Hat schon Kamele getroffen, hat sich auf der Akropolis gesonnt, ist durch syrische Minenfelder getippelt. Das war eine Nummer. Ich wollte nur schnell ein Foto machen. Ich meine, wann siehst du schon mal ein Minenfeld? Ich wollte nur mal schnell ein Foto machen. Da springt mir die Katze aus und verstört schnurstracks in das Minenfeld rein. Es war in der Nähe von Kilis an der türkisch-syrischen Grenze, die ist vermint. Und dann stehst du als Katzenbesitzer da an der Seite und sagst, Borat, Borat. Ich wusste damals nicht, dass die erst ab 20 Kilo auslösen. Aber trotzdem, war eine spannende Erfahrung. Der hat schon bei Merkel vors Haus gepinkelt, wie ihr gesehen habt. Und ach, der hat schon 1000 Sachen gemacht, ist durch Tiefschnee gestapft und er hat das Meer gesehen. Also Borat ist wirklich schon viel rumgekommen. Ich glaube, allein von der geografischen Herkunft, der kommt aus Shubarkudyk in Kasachstan, also in der Nähe von Shubarkudyk, glaube ich eher weniger, dass er über 6 Ecken mit dir verwandt ist, mit deinem Kater verwandt ist, Silvia, sondern wahrscheinlich über 13 Ecken. Also ist schon noch eine ganze Ecke hin. Die ganze Folge, wie gesagt, jetzt kostenfrei für jeden in voller Länge auf unserem YouTube-Kanal. Ja, und ich muss es einfach jetzt zum Ende nochmal erwähnen. Unterstützt uns bitte bei der weiteren Produktion von Marktmobil. Ich finde, dieses Format hätte es wirklich verdient, mehr Beachtung geschenkt zu bekommen. Ja, und die Sommerpause werden wir, wie eingangs schon erwähnt, nutzen, um hier ein paar Studio-Umbaumaßnahmen zu treffen. Das ist auch dringend notwendig, denn wir haben auch Ideen für neue Formate. Das dann aber nach dem Sommer. Wir sehen uns dann im August wieder. Ich bedanke mich recht herzlich bei all unseren Zuschauern. Und ja, schauen Sie doch einfach mal auf unserer Webseite NuVisoTV vorbei. Dort finden Sie mittlerweile eine riesige Mediathek mit interessanten Informationen, den verschiedensten Formaten, die wir mittlerweile im Angebot haben. Ja, und wir würden uns einfach wirklich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Ich habe jetzt genug erzählt. Die Jungs wollen anfangen zu arbeiten. Alles klar. Also, bis bald.